Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo mit dem V oder Faun. Ja, ich habe jetzt so ein vorgegebenes genommen und da ein paar Wände, reingezogen und er war immer oder sie war immer noch nicht zufrieden und dann ja, habe ich einmal Start gemacht, einmal Pause. Und es wurde aktualisiert. Juhu. Also wäre wahrscheinlich mein erstes Ding auch in Ordnung gewesen, aber so passt es jetzt auch. Gut, jetzt werden wir Gehege, Futter. Machen wir mal eine große Schüssel. Und zwar hier beim Sand. Und Wasser machen wir mal hier. So. Genau. Heizkörper und Klimaanlage, das brauchen wir noch nicht. Ah, genau, was auch ist. Tierpfleger. Genau, ich muss jetzt sofort anfangen zu forschen. Genau. Warte, noch was, weil damit die das auch checken. Untätig. Genau, kein Arbeitsbereich. Genau. Gehege 1. Genau. Ups. V. Genau. So, dann nochmal. Der Tierpfleger bekommt auch V. Der Techniker bekommt den V. Verkäufer. Ja, so. Dann ist noch was ziemlich wichtig und zwar der Eintrittspreis. Der Eintrittspreis, Erwachsene. 3 Euro, Kind mache ich 2 Euro. Nee. 2, ja. So und 5. Das ist doch in Ordnung. So, genau. Dann hier. Leer, blauer V. Genau. Und dann. Können wir rein theoretisch schon starten, oder? Erstmal. Lebensqualität ist natürlich noch ziemlich am Boden. Kommt, der kommt da nicht raus, ne? Hoffe ich doch. So. Ja, hallo. Hallo. Ich tippe auf dem orangenen Tablet rum, weil ich muss ja eh nichts machen. Es gibt ja Internet, da kann ich das forschen. So. Dann würde ich... Ah, hier kommen schon die ersten. Oha, das geht ja schnell. Ist fair. Ist klasse. Ist da jemand drin? Ja. Hallo, hallo. So. Gut, genau. Einrichtungen. Überall muss wirklich, überall. So, dass es ja nicht so wird wie bei uns letztes Mal. Hä? Die gehen schon wieder raus. Zeit nach Hause zu. Die waren noch nicht mal hier. Okay. Ich hoffe nicht, dass es so bleibt. Die gehen echt nicht weiter, ne? Genau. Tierarzt. Jaja, das kommt alles noch. Gut, dann würde ich sagen... schauen wir, ob wir ein neues Tier bekommen. Hier, Tierhandlung. Handel. Ne, Tiermarkt, so.
Hier sind die ganzen Strauß. Also in diese ganzen afrikanischen mache ich ja, mache ich da mache ich ein Riesengebiet hier. Und das will ich jetzt noch nicht machen. Wieso ist der immer noch alleine? Warte mal. Der soll doch hier rein. Ah. Yay, ich habe Arbeit. Juhu. Die gehen echt nicht weiter. Sehr schön weiter. Weiter forschen. Genau, der Techniker. Ah, braucht eine Werkstatt. Ich kann mir nichts aus dem Infozentrum 1 leisten. Jo, Lebensqualität, ja. Aber das kommt ja jetzt hier. Ein bisschen Lebensqualität. Eine Spirale. Okay, gut. Aber die gehen nicht hier weiter. Das ist echt komisch. Ja, ihr geht alle nur zum Info-Ding und schaut euch nicht die Tiere an. Okay, das ist sehr interessant. Seltsam. Gut. Oh, vielleicht gehen die weiter. Oh, die gehen weiter. Oha. Die trauen sich ja was. Die gehen sogar zu dem Pfau hin. Ich glaub's ja nicht. Gut. Johannes, Tiermarkt. So. Ja, komm. Irgendwas mit Kohle. Wir haben 200 Artenerhaltungspunkte. Da können wir auch mal schauen, ob wir vielleicht nicht zu Anfang schon was mit Arterhaltungspunkte kaufen. Maximal machen. Maximal 100. Okay. So. Sie sollten noch ein Tier. Der hat doch jetzt zwei. So, ja, okay, dann hole ich mir noch einen Pfau. Sind die Preise hier so teuer oder was? Na komm. Wieso braucht es das denn jetzt so lange? Jetzt fair, ich genieße den Ausblick. Ab nach Hause. Ist alles fair. Ausstattung hier ist toll. Ist ganz okay. Ich habe ja schon größere. Ja, ach nee. Das ist ein Anfangsding. So, okay. Das ist die Überlegung, ob ich Wölfe mit Arterhaltungspunkte kaufen will, damit die damit ich halt die eben weiter verkaufen kann, ne? Aber die wird man nicht kaufen, glaube ich, weil die
zu heftig sind. Also, weil es zu viele Angebote für ihr wisst schon. Für Wölfe gibt. So, nochmal Gehege. Okay. So. Ja, dann werde ich mir doch mal warte. Was? Das ist ein Albino. Immunität. Fruchtbarkeit. Ja, okay. Dann bekommen wir ein Albino-V. Interessant. So. Dann... Sparen. Afrikanischer Hund. Wildhund. Ich mache wieder Bargeld und Art der Haltungs mache ich weg. Oh, Synchronkrächzen. Okay, Schildkröten bin ich jetzt nicht so. Blauer Pfau, können wir noch einen holen? Bongo. King of the Bongo. Weiter. Wieso lädt es denn jetzt so lange? Hey. Wieso lädt es so lange? Mann, was ist da los? Was da los? Was macht der da? Der tanzt da rum, oder? Oha, hat er gerade mit der Bohrmaschine die angegriffen hier? Da müssen wir uns mal unterhalten, du. So, die lädt einfach nicht, das ist ja krass. Minus 500. 600 plus. Der Preis ist okay. Warte mal. Ja, hier ist halt ja schon das vorbei. Da mache ich hier auch mal was hin, aber ich brauche die Tiere. Ich brauche die Tiere. Come on. Give it to me. Ich will hier vorne, ich würde hier vorne die Vögel machen. Also jetzt Pelikan. Strauß kommt ins große Gehege dann. Wenn der mal lädt, was ist denn da los? Sehr schön. Weiter forschen. Gehege. Oh. Wut.
So, jetzt geht's ihnen gut. Das ist schön. Das ist sehr schön. Sozial ist ganz gut, aber ich könnte noch einen holen. Ich könnte einen holen, wenn das jetzt hier mal machen würde, ne? Wenn ich mir was kaufen könnte, das wäre ganz cool. Das wäre ganz positiv. Warte mal, ich mach mal hier Pause. Dann kann ich hier warten. Wieso geht... Gut, also Krokodile brauche ich jetzt nicht. Das ist echt komisch. Amerikanischer Bison, die hatten wir ja auch. Und die vertrugen sich mit niemand, oder? Doch mit dem Gabelbock. Und der Gabelbock nur mit. Okay. Da können wir ja einen auf der gegenüberliegenden Seite machen. Aber da müssen die wieder so weit gehen. Nee, du. Nee, das kommt dann später. So. Wobei, ja, wir haben hier jetzt nur Weibchen. Ah, hier ist der, ja, Strauß brauche ich, Flamingo. Der ist nicht gut. Der ist nicht gut. Ja, der ist immer noch nicht gut. Mach mal die besten nach oben. Und dann Marketing, Gastbildungsbewertung, Tierbewertung, Gästezufriedenheit. 4 von 5 Sternen ist gut. Arterhaltungsbewertung. Naja, habe ich ja noch nicht viel. Jetzt mach mal hin, du. Komischer. Ja, oder ich mache ja wirklich zuerst die amerikanischen. Ah, da gibt es halt nur ein Weibchen oder drei Weibchen sogar jetzt. Weiter. Weißschwanz. Der ist, glaube ich, auch fürs große Gehege dann, ja, genau. Genau, der ist fürs große Gehege. So. Warzenschwein ist auch fürs große Gehege. Beim Warzenschwein, die vermehren sich ja dann sehr schnell. Also da muss man schauen, dass man die Eltern dann entweder schnell verkauft oder irgendwas anderes macht. Ah, hier kommen wir zu dem Wolf. Genau, das ist auch. Cutter will ich jetzt noch nicht machen. Nilwaran will ich auch noch nicht. Also so Echsendinger. Also so Krokodile und so weiter, das kommt dann alles in den südlichen Bereich. Dann ist also der Start hier, ist so Asien. Mache ich das so? Ich weiß es nicht. Wäre natürlich lustig, wenn ich den Zoo so aufbaue, dass im Norden eben
keine Ahnung, so europäische und Tiger, also so Wölfe, Bären und so weiter sind. Und dann Westen geht's nach amerikanisch, dann Süden. Und da müsste ich halt hier schauen, wo Norden, Süden, Westen ist. Ich weiß gar nicht, ob das hier. Jetzt mach mal hin, was ist denn los? Krokodile. Ich will Flamingo. Flamingo. Okay, dann cutte ich mal hier und hole euch wieder dazu, wenn ich Flamingos bekomme, ne? Dann danke fürs Zuschauen. Ja, nächste Runde hoffe ich, haben wir Flamingos oder ich habe aufgegeben. Bye bye. Sie so war kein Schöner.